Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wünscht die Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Justizausschusses, seinen Bericht 24.12 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer dies tut, der möchte das, möge das mit einem dementsprechenden Zeichen der Zustimmung tun. Das ist einstimmig. Ich danke Sie. Auf der Tagesordnung steht jetzt noch ein Volksbegehren, nämlich jenes mit dem Titel Nehammer muss weg. 106.440 Unterschriften hat es bekommen. Gefordert wird eine Änderung der Verfassung, um ein Misstrauensvotum gegen den amtierenden Bundeskanzler durch die Bevölkerung zu ermöglichen. Aufgrund eines Missverständnisses wird es noch einmal im Ausschuss behandelt, um den Initiatoren die Möglichkeit einer Wortmeldung zu geben. 2079 der Beilagen Nehammer muss weg. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Es ist kein Redner eingemeldet, daher. Ich komme zur Abstimmung in den Antrag der Abgeordneten Gerstl, Brammer, Fürst, Leichtfrieden, Scherak. Kolleginnen und Kollegen, den Gegenstand in den Verfassungsausschuss zurückzuverweisen. Wir für diesen Antrag ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist ebenfalls einstimmig. Wir kommen damit zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8. Amtsgeheimnis AD heißt es bei den nun folgenden beiden Tagesordnungspunkten. Es geht um das Informationsfreiheitsgesetz, mit dem das Amtsgeheimnis endgültig abgeschafft werden soll. Damit wird Bürgern und Bürgerinnen ein Informationsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt. Öffentliche Stellen werden künftig verpflichtet, Informationen von allgemeinem Interesse wie in Auftrag gegebene Gutachten, Studien und Verträge von sich aus zu veröffentlichen. Auch staatsnahe Unternehmen, Stiftungen und Fonds sowie gesetzliche Interessensvertretungen werden zu mehr Transparenz verpflichtet. Damit werde ein Paradigmenwechsel eingeleitet, waren sich ÖVP, SPÖ und Grüne im Verfassungsausschuss einig.